Sie sollten natürlich wissen, dass die Abkürzung DGL die Abkürzung für Differentialgleichung ist. Ist in der Mathematik eigentlich überall üblich. Man kann es sich also merken. Im Prinzip rechne ich exponentielles Wachstum natürlich nicht anders mit Differentialgleichung als ohne Differentialgleichung. Der Unterschied ist einfach nur, in dieser Aufgabe zum Beispiel, Teilaufgabe B, da wird halt nach der Differentialgleichung gefragt. Sie sollten die Formel wissen, Differentialgleichung für exponentielles Wachstum. Ich schreibe sie nachher an und dann werden Sie sehen, so kompliziert ist das Ganze gar nicht. Wir beginnen also mit Teilaufgabe A. Ich muss die Funktionsgleichung erstellen. Und jetzt weiß ich ja, die Formel, Funktionsgleichung für exponentielles Wachstum, lautet f von t gleich a mal e hoch k t. Was weiß ich? Also, das Jahr 1980. Ich kann jetzt natürlich hergehen und sagen, t, meine Zeit, ist 1980. Nächste Aufgabe, 2010, das heißt, mein t ist 2010. Das funktioniert, aber die Zahlen werden ein bisschen seltsam. Ich würde daher Folgendes machen. Ich rechne die ganze Aufgabe mit t sind Jahre ab dem Jahr 1980. Das heißt also, zum Zeitpunkt, machen wir es anders, im Jahr 1980 diese Angabe von 18 Fahrzeugen, ob es pro Stunde sind oder so, interessiert nicht. Also diese 18 Fahrzeuge bedeutet, zum Zeitpunkt t gleich 0 habe ich einen Bestand von 18. Eben klar, t gleich 0, weil ich rechne ab 1980. Bedeutet also, die 18 wäre jetzt ein Anfangsbestand und damit wäre es das a. Sie erinnern sich vielleicht noch aus dem letzten Kapitel, im exponentiellen Wachstum, und zwar nur im exponentiellen Wachstum, ist a der Anfangsbestand. Man kann es auch rechnen, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, ich weiß also, mein klein a ist 18. Jetzt brauche ich noch k. Dazu habe ich eine neue Angabe, nämlich ich weiß, im Jahr 2010 hatte ich 360 Fahrzeuge. Und das Jahr 2010, das entspricht ja, da ich ja Jahre ab 1980 rechne, entspricht das 30 Jahren. Das heißt, t ist 30. Und da weiß ich also, f von 30 ist 360. Und diese Info verwende ich. Das heißt, mein Bestand von 360 ist die Funktion. A mal e hoch k t. Ich weiß, a kann ich einsetzen, ist ja 18. Das heißt, für a setze ich 18 ein. Und t weiß ich auch. Es sind ja 30 Jahre vergangen. Ich rede ja vom Jahr 2010. Das heißt, für t setze ich die 30 ein. Und habe damit nur noch k als Unbekannte und kann einfach nach k auflösen. Das heißt, als erstes muss die 18 weg. 360 durch 18 gibt 20. Nun muss das e weg. E kriege ich immer weg, indem ich logarithmiere. Also wenn ich ln an, habe also links stehen ln von 20 und rechts e und ln fallen weg. Ich habe nur noch die Hochzahl übrig, k mal 30. Und jetzt teile ich durch 30 und habe mein k. Das heißt, k ist ln 20 durch 30. Kann man zwar so stehen lassen, ist aber keine schöne Zahl. Wenn Sie das in Taschenrechner eingeben, kriegen Sie gerundet einen Wert von 0,1 raus. Das heißt, ich habe k und damit habe ich meine komplette Funktionsgleichung. Ich weiß also, meine Funktionsgleichung f von t ist a, 18, mal e hoch k, 0,1, mal t. Und damit habe ich eben ein sehr wichtiges Ergebnis rausgekriegt. Sie werden sehen, der Rest ist jetzt eigentlich ziemlich einfach.
So, die Rechnung mache ich aber weg, weil ich glaube, diesen Platz werden wir brauchen. So, dann kommen wir zur Teilaufgabe B, die Differentialgleichung. Jetzt sollten Sie wissen, wie die Formel für die Differentialgleichung vom exponentiellen Wachstum aussieht. Die Formel sieht so aus: f' von t gleich k mal f von t. Wir müssen also nur das k einsetzen. Und k habe ich schon errechnet, das war 0,1 gerundet. Und damit weiß ich, f' von t ist 0,1 mal f von t. Sie setzen bitte weder f von t ein, also das setzt man nicht ein, und man leitet die Funktion auch nicht ab und setzt es für f' ein. Es bleibt einfach so stehen, das heißt, Sie setzen nur k ein und sind damit schon fertig, das ist die fertige Differentialgleichung. Damit kommen wir zur Teilaufgabe c. Ich brauche den Bestand, ich muss wissen, welches Verkehrsaufkommen habe ich im Jahr 2050. Und da meine ganze Gleichung ja so aufgebaut ist, dass ich die Jahre ab 1980 zähle, heißt es, das Jahr 2050 entspricht einem t von 70. Ich habe t, kann ich damit einfach in die Funktion einsetzen. Das heißt, ich rechne aus f von 70, also sprich 18 mal e hoch 0,1 mal 70. Das Ganze tippen Sie einfach in den Taschenrechner ein. Es gibt ja keine Unbekannte. Einfach eintippen. Sie erhalten ein Ergebnis von 19.739, irgendwas. Egal. Und das ist der Wert, den wir gesucht haben. Das heißt, im Jahr 2050 erwarte ich ein Verkehrsaufkommen von 19.700, paar gequetschte, Fahrzeuge pro Stunde.